Bei Mopo24 heute zu Gast Sinan Dikerci. Das hat seinen guten Grund. Sie haben Sinan Dikerci zum Spieler des Monats November gewählt. Sinan, warst du denn überrascht? Ja, also ich war schon leicht überrascht. Und also hätte ich nicht damit gerechnet. Wie lief der Monat November für dich? War ja einiges los. Du hast dein erstes Tor gemacht für Dynamo Dresden, unter anderem dann die Verletzung in Gersdorf. Wie geht's dir jetzt eigentlich gesundheitlich? Also gesundheitlich geht's mir gut. Also ich fühle mich super, auch nach meiner Krankheit jetzt. Fühle mich fit. Kann wieder, also ich hoffe, dass ich wieder spielen kann. Wollte ich gerade fragen, werden wir dich am Sonntag beim Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart 2 in der Startelf sehen? Das kann ich ja nicht entscheiden. Das entscheidet der Trainer. Also ich kann lediglich jetzt gut trainieren und dann mal schauen, was passiert. Du bist im Sommer von Nürnberg von der zweiten Mannschaft nach Dresden gewechselt. Wie gefällt es dir hier in Dresden? Was sagst du so zu Land und Leuten? Also mir gefällt es sehr gut. Ich fühle mich hier wohl. Habe auch hier schon mit der Mannschaft viele Freunde gefunden. Und also schöne Stadt, also kann ich meckern. Ihr hattet ja auch die Möglichkeit, Fragen an Sinan zu stellen. Zwei davon haben wir uns jetzt einfach mal rausgesucht. Ein Fan oder ein Leser wollte wissen, du hast ja bei Dynamo fast schon auf jeder Position gespielt. Wo fühlst du denn dich eigentlich am wohlsten? Ja, also links offensiv fühle ich mich am wohlsten eigentlich. Aber mir macht das jetzt auch nichts aus, wenn ich hinten spiele. Abschließende Frage, deine Familie wohnt ja nicht hier, die wohnen ja in der Nähe von Stuttgart. Wie oft sind die hier in Dresden und was sagen sie zu deiner Entwicklung? Ja, also sie besuchen mich so oft es geht, also wenn sie frei haben oder manchmal übers Wochenende. Und ja, sie sind sehr stolz auf mich und ja, freuen sich natürlich auch, wenn ich spiele und ja. Alles klar. Dann vielen Dank, Sinan Dikerci, und alles Gute für die Zukunft, ja? Vielen Dank.